Jetzt ist der Bachelor in Paradise Cast vollständig. Vor wenigen Tagen wurde bereits der erste Schwung der Reste-Kuppelshow öffentlich gemacht. Neben der Bachelor-Bekanntheiten wie Jana Maria Herz 30, Steffi Stark 27 und Jade Übach 28 sind auch die Bachelorette Boys wie Max Adrio 33 oder Yannick Siperek mit von der Partie. Doch das waren noch lange nicht alle flirthungrigen Singles. Auch sie sind in der neuen Staffel dabei. Wie RTL nun bekannt gab, möchte unter anderem Michelle Gwosts 28 in der Rosenshow endlich ihre große Liebe finden. Beim Bachelor 2021 hatte sie sich schließlich gegen ihre Konkurrentin Michelle de Roos geschlagen geben und damit ihren Herzbuben Nico Griesert 32 aufgeben müssen. Aus ihrer Staffel hofft auch Kim Virginia Hartung 27 auf einen Flirterfolg. In diesem Jahr erlebten Lara Honner 24, Christina Rusch 24, Christina Nicolardi 28 und Jasmin Vogt 24 beim Rosenkavalier Dominik Stuckmann 30 eine Liebespleite. Das soll sich bei Bachelor in Paradise ändern. Wie im vergangenen Jahr wird auch eine Kandidatin aus dem Schweizer Rosenkosmos vertreten sein. Lydia Kessengi landete beim TV-Junggesellen Erkan Akyol auf dem 3. Platz. Die Männer bekommen hingegen Verstärkung von Dario Carlucci, 35, er konnte in der Vergangenheit weder das Herz der Bachelorette Maxime Herbort, 28, noch das einer Are You The One, Teilnehmerin erobern. Alexander Goltz, 26, buhlte 2020 um die Influencerin Melissa, 27, und jetzt womöglich um eines der anderen Flirtshow-Girls. Mit Emanuel Weißenberger, 29, geht hingegen ein Kandidat der aktuellen Staffel an den Start. Doch auch ein alter Bekannter vom Bachelor in Paradise Strand ist dabei. Michael Bauer, 31, war bereits 2020 in der Show zu sehen. Seine Romanze mit Nathalie Stommel, 34, hatte nach der Sendung jedoch keinen Bestand.